Ein Code oder sowas gab es hier nicht. Also ich habe da bis jetzt nichts gesehen. Nee, komm, wir schalten den Typen nochmal ab. Ich will mal gucken, dann schreit er das vor die ganze Zeit, weil vielleicht stirbt er ja auch nicht mal dran. Achso, hast du einen Code für mich? Can you hear me? Er sagt immer, er hält sich aus, aber er hält es doch ganz schön lange aus. So. Ach so, 0722? Ist das vielleicht... Nee, das ändert hier nix. Da muss ich aber noch rein. Ich will da auf jeden Fall rein. 0722, aber das... Achso, ich brauche wirklich nur eine ID. Ja, dann ist es doch das. Achso. Alles klar, E-Mails. Okay, der wird das ja gebraten. Tut mir ein bisschen leid. Einfach ausblenden, okay? Also, Entwürfe an Heather Wojcik. Stromproduktion wurde gesichert. Wir haben die Fabriken versiegelt, damit das Werk weiterläuft. Alle überflüssigen Systeme wurden ausgeschaltet. Sollte jemals irgendjemand zurückkehren müssen, dann bitte nicht vergessen, dass der Stromflussregler quasi am seltenen Faden hängt. Wenn der Schalter umgelegt wird, ist es dann, war es das wahrscheinlich gewesen. Okay, konnte ich natürlich nicht senden, ist klar, weil hier ist vorbei mit Senden. Okay, das machen wir gleich. Personal, Hauptfaktor, Adams, Jane. Bridges, also sind alle auf Täter, die sind alle tot, ne? Okay, jetzt haben wir alles aufgemacht. Ob das schlau ist, werden wir dann gleich sehen. Scheint erstmal okay zu sein. Da ist... Was ist das? Mal gucken. Das Black Ops ist ein Präzisionsinstrument zur Beobachtung ihrer allgemeinen Verfassung. Sie misst vielerlei Daten von der Körpertemperatur bis zur Aktivität der Hirnstromwellen. Diese Informationen werden kontinuierlich an VAU gesendet. Der Aufsichtseinheit... Tronpathos 2, damit Ihnen die Station in dieser Situation das angemessene Klima bereitstellen kann. Die optimale Leistung, folgen Sie bitte den Autoinjektoranweisungen, so stellen Sie sicher, dass das Implantat ordnungsgemäß angewendet wird. Das kann eigentlich nicht schlau sein. Ich kann es auch nicht wirklich mitnehmen oder so. Also jetzt haben wir es hier unten hingeworfen. Okay, aber sonst ist hier nichts drin? Kaum vorstellbar. Und ganz viele Werkzeuge? Kennen wir alles schon? Eine ganze Menge Müll. Ah, Licht. Schön. Wo hier ist wirklich nur dieses Ding. Können wir jetzt mitnehmen. Arme Kerl wird da immer noch gebraten. Kann's nicht mehr. Okay. Denk fest, ich kann ihn nicht mehr erlösen. Okay, wahrscheinlich ist er jetzt in diesem Spiel als Unmenschen abgestempelt. Okay. Habe ich das Ding nicht gerade irgendwie abgelegt? Auf zu schreien. Kriegt ja wirklich niemand. Okay, jetzt kommen wir auf jeden Fall auch da lang. Das ist gut.
lang? Nö, das ist nichts. Read this. Wir haben das System überlastet. Wenn dieser Hebel betätigt wird, gibt es kein Zurück mehr. Wer ihn zieht, sollte einen triftigen Grund dafür haben. Jetzt haben wir diesen Typen auf jeden Fall gerade erlöst. Aber heißt das, dass jetzt der Strom abgeschaltet ist, oder was? Alter, I. Okay, wir lassen uns kurz mal drauf ankommen. Läuft bestimmt direkt hier lang, oder? Aber dafür ist ja eindeutig diese Lücke hier gedacht. Also ich dachte, der kommt hier rein, aber kommt er gar nicht. Na, vielleicht jetzt? Aha. Hab ich nur gerade, ob es nochmal einen Grund gibt, überhaupt nochmal zurückzugehen? Ich würde fast sagen, nicht. Gibt es noch mehr Anzüge? Die nehmen wir auch diesmal wieder nicht mit. Hört sich irgendwie an, als wären die Meere von den Viechern unterwegs. Mind your head. Da geht's definitiv nicht lang. Halt gerade, wo ich jetzt hin muss. Das ist so ein bisschen mein Problem. Den haben wir jetzt erlöst. Hinten geht es aber auch nicht weiter oder so. Ne? Ich weiß gerade nicht, wohin wir jetzt müssen. Vermutlich aber irgendwo hier oben lang, weil das Viech ja da hinten ist. Da ist so ein Hebel. Ich glaube, diesen neuen Hebel haben wir auch noch nicht betätigt. Oh shit. Oh shit. Thank you.
Das war knapp, würde ich sagen. Oh. Gut, wir mussten also einfach nur weiter nach oben. Das muss man erstmal wissen. Was ist da? Standorte. Okay. Epsilon, Theta, Lambda, Delta. Nordamerika, Atlantischer Ozean, Europa, Afrika. Was haben die getrieben? New York. Letzter Kontakt, 10. Januar 2103. Wow, das ist etwas in der Zukunft. Nachricht John C. Das Büro wird geschlossen und alle Anwesenden evakuiert. Ich sollte hier von allen sagen, dass es eine Ehre war, mit dir und Epsilon zusammenzuarbeiten. Gott sei Dank. Also Gott sei mit dir und viel Glück mit der Apokalypse. Wow. Lissabon, Hauptstadtort. Offline, letzter Kontakt, 12. Januar 2103. Update über die Verteidigungsmaßnahmen. Letzte Anstrengung der globalen Gemeinschaft, die Kollision doch noch zu vermeiden, sind fehlgeschlagen. Pathos 2 sollte alle möglichen Anstrengungen unternehmen, um sich auf das unvermeidbare Beben nach dem Aufschlag vorzubereiten. Geschätzte Zeit bis zum Aufschlag 5 Stunden 13 Minuten. Es gab einen Aufschlag, wahrscheinlich eines... Wie heißt das? Meteorit? So eine Richtung? Liebes Fräulein Witches Jons Dottir. Mit großem Bedauern muss ich Sie darüber informieren, dass das Büro geschlossen wird und Epsilon und Pathos 2 nicht länger unterstützen kann. Bei dieser Gelegenheit möchte ich Ihnen, Ihrer Vorgesetzten Jane Adams und den Rest des Personals danken. Sie sind wahrlich eine fantastische Gruppe und ich bin mir sicher, dass wir mit Ihnen, egal wo es weitergeht, weiterhin Erfolg haben werden. Mit freundlichen Grüßen, Systemdirektor James Bloom. CARDIS, Hilfsstation. Letzter Kontakt, 12. Januar. John C., du magst ja weitaus bessere Überlebenschancen haben. Wir haben aber die bessere Aussicht. Okay, also Überleben klappt anscheinend unter Wasser besser. Okay, Datenwiederherstellung. Jonesy, how's Eva coming along? We got everything we need to move. But we can't leave the plant without supervision. Adams decided to leave Amy, Asaro and Kalsanka to execute the automatization process. And I bet they're thrilled about it. I just wanted to let you know we're on schedule and I'll talk to you tomorrow. All right, I'll pass on the mold check. Jonesy, lovely morning for an evac, am I right? It will do. I wanted to introduce you to Amy and Cal. They'll be doing the talking as soon as I leave for Theta. Say hello. Hey, Theta. Hello. Hey guys, I'm Peter Strask, new dispatcher at Theta. Just let me know if there's anything I can do to help. I suppose that's it. I'll see you real soon, when we arrive. Alright, Jonesy, have a safe trip. Hey, hello, Theta? Absalon, what's up? We could really use direct contact with Heather. Site service engineer Wolchek. Direct links are almost impossible to establish. The Lumar relays are basically junk at this point. You can send messages via the comm center, and if you want, I'm pretty much always here, ready to relay anything by hand. I know it's a shitty system, but it's all that works right now. All right, we just have to make do. Catch you later. Okay, eins haben wir noch, ne? Habe ich das richtig? Ja. Hello? Peter, was it? I'm here. What's up? We're getting out. I just want to tell you that I'm going to seal the comm center now, so this is definitely the last you'll hear from us. If we don't show up in the next couple of hours, send in the cavalry. Hang on, what's happening? It's still the same plan, right? Yeah. We'll head for the shuttle and ride it directly to Theta. Okay, good. I'll rally the troops for a welcome party. That I like to hear. Okay. Wir müssen also zur Shuttle. Das ist, glaube ich, unser Weg, oder? Wenn ich nicht irre, was ist das hier? Der ist noch befallen? Ja, dann gib mal her, was auch immer du da hast. Für uns. Die alle wollten nach Peter, aber Peter war tot. Soweit ich mich entsinnen kann. Omega 2208. Komm, wir machen mal von unten nach oben. Okay. And now?
Das scheint nichts zu sein, ne? Okay, wir machen mal Y. 2, 2, 0, 1. Okay, man kann sich natürlich nicht selber anrufen. Da ist Theta, wir machen mal Phi 3, 2, 2, 0, 7. Scheint so eine Art Kommunikationsding zu sein, oder? Na. Sehr gut. Verbunden. Ne. Auch tot. Die sind alle durch. Doch, da ging sowieso nur noch ein einziger. Na los, komm. Er hat doch was gehabt. Was ist das denn? Geht doch. Und auch da ist nichts. Also witzig, oder? Wenn man so eine Kommunikation erstellen will, das finde ich witzig. Man musste dann irgendwie so ein Symbol zurechtschieben. Witzig. Ja, wie das hier aussieht, ey. Das ist die Nachricht, die man hören wollte. Scheiße. Bring dich um, es gibt nichts mehr, wofür es sich zu leben lohnt. Ah, jetzt. Na los, komm. Geht doch. Auf Omega war irgendwas, das ist ja echt mega, mega gruselig. Lambda. Ah. Hey, are you there? I found the domed ceiling. Oh, that's better. Simon, was it? Jared, Simon Jared. Hi, Simon. I'm Catherine. Have you figured out what's going on yet? Me? I was hoping you'd have some answers. I probably have some. What do you want to know? Where to even begin? I mean, what is this place? How did I get here? And why do the robots talk like they're people? Well, you're at Upsilon, clearly. Have you never been there before? Where did you work? The Grimoire in Toronto. Is that really important? No, I mean, where did you work at Pathos 2? I don't know what that is. That's unexpected. Did you come directly from Toronto? Yeah, I did. And it was very unexpected. Have you seen any people? Like, staff or field technicians? Only robots. Crazy ones. Except for one. I think he said his name was Carl. He was okay, but I'm pretty sure I accidentally killed him by turning off the power. Oh. Well, you know, robots don't feel anything, so... Yeah. What was that? Whoa! What's going on? I think this place is about to collapse. What do I do? Simon, come to Lambda. How do I get there? There are shuttle trains connecting all the sites. Find one and come here. I'll wait for you. Das ist glaube ich jetzt schlecht. Shit. Where should I? Oh, fuck! Das ist schlecht zu überleben, oder? Ohne Taucheranzug. Hallo? What? What the hell? How is this possible? Ist es tatsächlich? Irgendwas stimmt da ganz eindeutig nicht, aber egal. Hauptsache, wir leben noch. Plötzlich haben wir einen Anzug an. Na gut, besser als keinen. Ne?
Das ist die gewölbte Kuppel, die da gerade eingestürzt ist. Lambda, find the shuttle to Lambda. Wie geil das hier aber einfach aussieht. Das ist irgendein alter Eingang. Oh, Strom ist noch da, aber da wird nichts aufgehen. Das ist... Da unten tut was blönken. Okay, hier geht Licht an, wenn man lang läuft. Das will ich gar nicht. Licht zieht nur andere Dinge an. Dinge wie Fische oder Roboter oder sonstige Dinge, die einen essen wollen, einen umbringen. Okay, da kann ich nicht einfach so hoch. Kurzer Check. Das hier war vielleicht mal eine Plattform, wo irgendwas gelandet ist. Aber das ist definitiv nicht die Shuttle-Plattform. Wir müssen bestimmt woanders hin. Erstmal den Lichtern folgen oder so. Bin mir nicht so sicher, ob das so schlau ist, diesem Hauptpfad zu folgen. Da drüben ist irgendeine Station. Waren wir doch gerade eben. Sind wir doch gerade hergekommen, oder? Ja. Sehr schlau. Hier ist irgendwas, das wird wahrscheinlich auch nicht aufgehen. Ja. Ah, ich sag dir, unser Weg ist so halbwegs vorgezeichnet und klar. Krass, dass so gebaut ist, wa? Direkt, so, damit Leute auch draußen lang gehen können. Da gehen dann so Lichter an. Das sieht schon geil aus. Wie mega gruselig das einfach sein muss. Jetzt wirklich mal ohne Scheiß. Irgendwo unter Wasser lang zu latschen. Da hinten war gerade irgendwas. Hast du das gerade gesehen? Da ist gerade eben irgendwas weggeflogen. Jetzt wurde auch gerade gespeichert. Das heißt, wir müssen wahrscheinlich gleich aufpassen, vorsichtig sein. Oh shit. Kann man sich irgendwie verstecken? Also halbwegs. Wie so in so Ecken. Strasky, come on! Amy, where are you? The fields, I had to leave. Is Carl with you? It all went to hell. Hold on, you got the power automated, right? The plant is safe? We need the power to keep the sites running. Oh, fuck the power! Fuck you, Strasky! The machines killed Carl. Aw, oh, shit. All right, calm down. It'll be okay. Can you get back to Theta? Yeah, I think so. I'll head for the shuttle, the Ox. Good luck, Amy. Rooting for you. Okay, ich war also nicht der Erste, der es versucht hat, zum Shuttle zu kommen. Die wollen doch jetzt auch nach Theta, oder? Ich bin mir gerade nicht sicher. Jetzt verlassen wir die sicheren Gefilde, oder was? Nee, hier ist auch kein Tor, oder was? Nö, das ist einfach nur so ein Ding. Charakter oder was? Wenn ich da runter springe, sterbe ich? Ne. Glück gehabt. So, nicht vergessen, wir haben vorhin irgendwelche Lichter gesehen. Es geht da oben lang. Aber wir gehen mal kurz hier lang. Nur mal so aus reiner Neugier.
Hey. Eine Krabbe mit leuchtenden Augen macht's nicht besser. Irgendwie. Okay, hier wird irgendwas gemacht. Da ist definitiv auch irgendeine Station oder irgendwas. Oh oh, da liegt jemand. Epsilon B. Hi. Ah. Oh. Was? Hallo? Bin jetzt seit 200 Jahren mal wieder befreit. Oder noch länger. Bitte gerne schön. Aber ich muss aber ganz kurz zurück. Ich will wissen, ob ich jetzt da hinten. Ich will das da nicht übersehen haben, was da jetzt war. Irgendwo gab es doch noch irgendeine Tür oder was. Es sah aus, als hätte man da schon reingehen können. Leuchtet auch irgendwas. Wahrscheinlich wieder so eine Krabbe mit leuchtenden Augen. Ja, wie habe ich vorhin gesagt, hier geht's lang, ne? Das Ding ist ja auch schon anverseucht irgendwie. Ich sag dir, das Problem, das liegt ganz allein an diesem komischen Gel, was die Verbindung wahrscheinlich aufrechterhält zwischen den Maschinen und dir als Mensch. Und daraus. Was? Daraus resultierte dann wahrscheinlich genau dieses Problem. Dass Mensch und Maschine irgendwie miteinander verschwimmen, verschmelzen, verschwimmen und ja, irgendwie so fest verbundelt sind, dass man das nicht mehr trennen kann. Trotzdem die Frage, warum hier manche Viecher feindselig sind. Und sind das eigentlich wirklich Maschinen? Okay, hier waren wir schon. Hier sind wir rausgekommen. Ich laufe im Kreis. Hallo. Okay, also wollten wir mal hier runter. Hier ging es ja jetzt dann so. Alter. Hau ab, du verrätst mich. Alter. Ich wäre gerne nach rechts gegangen, aber ich glaube, da waren wir schon. Wir laufen jetzt mal hier lang. Lassen das Ding mal Ding sein. Auf jeden Fall hat er so wie rote Lampen, also dadurch ganz gut zu erkennen. Gut zu erkennen, dass wir das nicht als Freund haben wollen. Rote Lampen stehen immer für große Gefahr.